Als nächste Rednerin am Wort Brigitte Jank von der ÖVP. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Kollege Strache, das Drama hat tatsächlich früher begonnen, als Sie es angeschnitten haben. Und ja, und ich schicke das voraus, auch wir sind interessiert daran, dass alles auf den Tisch kommt, dass alles aufgeklärt wird. Auch wir wollen Entscheidungen, die getroffen wurden, nachvollziehen können und verstehen können. Aber wir müssen vielleicht manche Dinge ein bisschen tiefer anschauen. Zum Beispiel, was war das wirtschaftliche Umfeld, das damals geherrscht hat? Wir haben das Umfeld auf der österreichischen Ebene, das Umfeld auf der europäischen Ebene. Wir haben ab 2007/2008 eine Wirtschaftskrise gehabt. Und wenn man anfangs noch geglaubt hat, dass diese Wirtschaftskrise rasch vorbei sein wird, dass man sich rasch erholen wird, dann war dem nicht so. Wir haben heute leider nur ein Wachstum, das man als solches ja eigentlich nicht mehr bezeichnen kann, von 0,4%. Für ein Unternehmen wie die Hypoalpe Adria, das sich auf einen exzessiven Wachstumskurs begeben hat, war diese Entwicklung im Jahr 2000, und ich glaube, so fair muss man sein, so sicherlich nicht vorhersehbar. Aber man hätte die damaligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Begebenheiten berücksichtigen müssen. Und damals war eine derartige Expansion im Bankgeschäft im südosteuropäischen Raum bereits mit einem sehr hohen Risiko, mit einer hohen Sensibilität für die Wachstumsmöglichkeiten zu beurteilen. Denn man war da ja schon spät dran. Der osteuropäische Raum war ja schon längst von den österreichischen und europäischen Banken erobert, die dort bereits seit Beginn der 90er Jahre sehr erfolgreich ihre Geschäfte begonnen haben und dort sehr erfolgreich tätig waren. Also was blieb? Man hat sich auf Südosteuropa konzentriert, insbesondere auf Kroatien, auf Oberitalien, auf den Balkanbereich. Und man musste, und das ist in Wahrheit wahrscheinlich einer der größten Fehleinschätzungen, die hier begangen wurden, man musste mit aggressiven Geschäftsmodellen dort ein Geschäft versuchen aufzubauen. Und diese aggressiven Geschäftsmodelle haben natürlich dazu geführt, dass man Geschäfte angenommen hat, die andere längst abgelenkt hat. Und das war in der Fachwelt auch so bekannt. Im Rückblick muss man auch sagen, dass viele Fehler gemacht wurden, eben auf der Ebene der Bank, aber auch auf der Ebene auf der Bankseite des Managements, aber auch auf der Ebene der Aufsicht, der Prüforgane. Und man wird ja wohl der Republik in ihrer Vertretung der Regierung zugestehen, dass sie sich auf Entscheidungen einer FMA, eines Staatssekretärs, einer ÖMB nicht nur verlassen wir dürfen, sondern diese auch zur Grundlage ihres Handelns machen soll. Was denn sonst? Eine Landeshaftung konnte nämlich nie und zu keiner Zeit ein Risikomanagement ersetzen. Der Startrückstand bei den Geschäften in Kroatien mit einer falschen Geschäftsidee konnte von Anfang an nicht aufgeholt werden. Da hätte man ein Wachstum gebraucht, ja, das man alle gern gehabt hätte, aber das weit von jeder Realität gewesen ist. Die Preise, die man hier eingegangen ist, die Finanzierungen, die man getätigt hat, konnten nur in der Hoffnung liegen und aus dieser gerechtfertigt werden, nämlich in der Hoffnung, dass es so eine derartige Entwicklung in der nächsten Zeit geben wird, dass man das alles rückverdienen kann, was man hier bereit war einzugehen. Ein klassischer Managementfehler, und die Statistik zeigt uns auch, dass 60% des Scheiterns von Unternehmen auf Managementfehlern zurückzuführen sind. Und wenn zu solchen Fehlern dann auch noch Wünsche und die Großmannssucht eines Landeshauptmanns sich dazu paaren, dann passiert genau das, was heute am Tisch liegt. Der Kriegsbericht zeigt das aber auch auf, dass es besonders verantwortungslos war, dass Kärnten diese unbeschränkten Haftungen aufrechterhielt. Als die Mehrheit der Bank an die HB Int ging und Kärnten damit auch jedweden Einfluss zusätzlich noch auf die Bank verloren hat, aber eigentlich ist er eh nicht wahrgenommen worden, nämlich im Sinne einer positiven Kontrolle. Hätte Landeshauptmann Haider das Wohl des Landes Kärnten und der Republik Österreich über jenes des Klagenfurter Stadions gestellt, hätten wir das Problem Hypo heute nicht. Sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen vor einer Aufgabe, die es zu lösen gibt. Eine Aufgabe, die aber auch in die Zukunft führen muss. Und daher
finde ich es sehr bemerkenswert, aber auch sehr unterstützend, dass gerade der Krisenbericht diesen Blick in die Zukunft macht und hier sagt, man muss daraus lernen, man muss sehen, was in der Zukunft richtig zu tun ist. Und ich bin sehr froh, dass Herr Finanzminister Schelling hier diese Sachlichkeit sich bewahrt, an die Dinge mit der nötigen Distanz, aber vor allem mit der richtigen Kompetenz herangeht. Danke. Sowohl auf Seiten des Bankmanagements als auch auf Seiten der Finanzaufsicht seien im Fall Hypo Alpe Adria Fehler passiert, sagt Brigitte Jank von der ÖVP.